mit Gina Niemeyer. Hallo und guten Abend. Ja, wir fangen nicht ganz so bergisch an heute, denn so kann er aussehen. Ein Tiny Forest oder Mini-Wald mitten in der Stadt. Okay, also Gummersbach hat jetzt nicht ganz die Skyline von New York hier, aber auch in Gummersbach kann man sich so eine grüne Oase für Tiere, Pflanzen und Menschen gut vorstellen und hat heute losgelegt. 800 klimaresistente Bäume werden da gepflanzt auf einer ehemaligen Brachfläche. Und zwar mit zwei Methoden nebeneinander. Einer teuren Pflanztechnik aus Japan und einmal so bergisch normal. Dieser europaweit einzigartige Versuch, der soll zeigen, wie so ein Tiny Forest optimal gedeihen kann. Auf jeden Fall. Ja, große Präsentation heute in eigener Sache. Im Wuppertaler Polizeipräsidium wurden der Öffentlichkeit die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zu den Werten der Polizei vorgestellt. Und die lauten hier fürs Bergische Städtedreieck unter anderem Respekt und Vielfalt. Das sind zwei Begriffe, die ganz schön bedeutungsgeladen sind in einer Zeit, in der die Polizei zuletzt an Silvester oder aktuell auch in Lützerath unter genauer Beobachtung steht. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben in Wuppertal, denn wer neu und anders denkt und auch gerne mal was ausprobiert, der ist hier richtig am Arenberg in Wuppertal. Das Viertel, das mausert sich immer mehr zur Innovationsschmiede. Und das neueste Projekt sind eben solche digitalen Straßenschilder. Finanziert von der Stiftung Wohlfahrtspflege, aber nicht um alte Straßenschilder mit Straßennamen zu ersetzen, sondern um Infos für die Nachbarschaft anzubieten, die jeder mit jedem teilen kann und will. Jeck, geht's weiter mit der nächsten tollen Idee, nämlich einer Secondhand-Börse für Karnevalskostüme. Und ich sag Ihnen, seit ich weiß, was zwei Asterix- und Obelix-Kostüme kosten, bin ich auf die Eltern in Lindlar so ein bisschen neidisch. Da konnte man sich jetzt am Wochenende nämlich gebrauchte Karnevalskostüme einfach mitnehmen für lau und auch noch fürs Klima. Denn was nicht weggeschmissen und neu gekauft wird, das spart ja Ressourcen und vermeidet CO2. Der Bergische Abfallwirtschaftsverband, der hat dafür Kostümspenden eingesammelt und das Ganze organisiert. Und dafür steht man dann auch gerne mal ein bisschen an. Wirtz, der Tierschutzverein Pechfoten e.V., die Lichtschmiede, die sich um Wohnungslose kümmert, oder die Kulturinitiative Utopia Stadt. Das sind die drei Favoriten unserer Aktion Die Lokalzeit packt's an, für die Sie jetzt noch mit abstimmen dürfen. Die Lokalzeit packt mit an, heißt die Aktion natürlich. Toll, dass ich das nicht weiß, aber ich weiß, dass Sie bis zum 27. Januar noch abstimmen dürfen und entscheiden, wo ich dann am Ende mit meiner Fachkompetenz mithelfen darf. Wir kommen mit Kamerateam und Co., stellen alles vor. Und wenn Sie den Lokalzeit-Newsletter abonniert haben, dann können Sie mich an die Arbeit schicken. Schauen wir mal. Kann ich nicht bitte Schafe retten? Die hier, die sind doch so süß, oder? Und vom Aussterben bedroht. Von den braunen Bergschafen gibt es nur noch rund 1500 auf der Welt. Aber der Landwirt Peter Schmidt aus Gummersbach, der will das jetzt ändern. Super. Von Gummersbach nach Wuppertal, oben auf Lichtscheid, hat Doris Balke für uns diesen fantastischen Himmel hier fotografiert. Vielen Dank dafür. Später freundlicher und trocken bei gleichen Temperaturen. Das war unsere Lokalzeit heute Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Ab 20.15 Uhr geht es hier weiter mit dreimal Tatort. Und wenn Sie danach noch Zeit haben, morgen sehen wir uns wieder. Tschüss.